starte ja noch die Aufnahme. So, genau. Wie weit waren wir letzte Woche gekommen? Wir stehen, vielleicht auch mal hilfreich, kurz sich nochmal anzugucken, wo stehen wir so in diesem Semester. Die Vorlesung entwickelt sich immer mehr zu so einer Art Big-Picture-Reihe, was es auch sein soll. Die Vorlesung soll Ihnen die groben Züge des Themas nahebringen. Ohne dass wir deshalb alles bis ins sozusagen ins für Sie vielleicht wünschenswerte Detail hier in der Vorlesung klären können. Aber es soll natürlich auch so ein gewisser Bedarf an, was muss ich nochmal nachlesen, was muss ich im Seminar nochmal thematisieren, entstehen. Genau, wir sind hier in diesem Block. Ich habe jetzt mal noch gestern noch ein leicht anderes Color Coding hier gemacht, nur damit man es überhaupt mal sieht, was haben wir für Blöcke. Wir befinden uns jetzt gerade in so einem Block, den man mit General Linear Model überschreiben könnte. Also weil das einfach die Hauptwaffe sozusagen ist, um kausale Fragen zu beantworten, aber auch um später kompliziertere, was ich hier jetzt mal Fully Multivariate Relationships genannt habe, also wirklich multidirektionale Beziehungen zwischen Variablen, wie wir es mit einer Faktorenanalyse, wie wir es mit einer kanonischen Korrelation, wie wir es mit einem Strukturgleichungsmodell versuchen zu erfassen, wie man es auch in der letztlich im Machine Learning, in der Verarbeitung von großen Datenmengen braucht. Dazu liegt eben hier dieses lineare Modell, was wir uns jetzt gerade letzte Woche und heute und die nächsten 2 Wochen etwa nochmal angucken, legt quasi die Grundlage dafür. Das ist also schon richtig, dass das hier in der Mitte wohnt, das ist das Herzstück dieses Moduls. Genau. Nach wie vor wäre ich offen für Ihre Vorschläge hier hinten im Januar, wenn Ihnen was unterkommt, wo Sie sagen, das würden Sie gerne besprochen wissen, dann wäre nach wie vor eine gute Möglichkeit, mir das hier rückzumelden. Okay, wo haben wir letztes Mal aufgehört letztlich? Ein ganz zentraler Slide, glaube ich, letzte Woche war etwa dieser hier. Nämlich zu sagen, das war eine ganz schöne Tour de force letzte Woche, aber eigentlich haben wir hoffentlich gesehen, dass man ein lineares Modell, also der Versuch, eine Variable y zu modellieren aus einer Art gewichteten Summe von verschiedenen x-Variablen, dass man sich das auf verschiedene Arten vorstellen kann, was da eigentlich passiert. Was macht man da, wenn man das modelliert? Die Art, wie wir es in Statistik 2 im Bachelor angeschaut haben, als zu sagen, wir machen uns so eine Art Scatterplot letztlich und wenn ein Scatterplot nicht mehr geht, dann ist es eben so eine Art Ebene. Aber wir bewegen uns in einem Raum, den unsere Variablen aufspannen, in einem Variable Space. Und ja, da kann man dann schauen, dass die Quadrate, die quadratischen Abweichungen so minimal werden, die kleinstquadrate Abweichung. Das ist alles völlig richtig. Das kann man sich auch weiterhin so vorstellen. Wir haben aber dann letzte Woche gesehen, dass man das Ganze auch als ein Problem der linearen Algebra anschauen kann, dass man es als letztlich der Versuch, als den Versuch sich vorstellen kann, Gleichungssysteme eigentlich zu lösen und was solche Matrizen für uns machen und Vektoren ist, sie lösen so ein Gleichungssystem quasi für uns auf einmal, wenn man so will. Und mit einem sehr einfachen, also kurzen sozusagen, kurzen, eleganten Ausdruck, nämlich dieser invertierten Kovarianzmatrix unserer ganzen Regressoren. Da steht nur x drin hier vorne. Die wird irgendwie, muss invertiert werden. Da haben wir uns ganz kurz mit beschäftigt, warum man das macht, Matrizen zu invertieren. Und dann wird es multipliziert wiederum mit etwas, das verdammt nach dieser Kovarianz aussieht, nämlich also irgendwie einem Produkt aus meinen Regressoren und meinem y. Und dann schließlich, und das wird uns heute weiter beschäftigen oder wollen wir uns ein bisschen genauer noch angucken, habe ich versucht, euch so eine Art geometrische Betrachtung nahezulegen. Jetzt ist es so, dass lineare Algebra, also das Lösen von Gleichungssystemen und die geometrische Auffassung des Ganzen sozusagen eigentlich eh hinter den Kulissen mehr oder weniger dasselbe ist. Also zumindest seit, sagen wir mal, René Descartes geht man eigentlich von aus, dass es im Prinzip das Gleiche ist. Also du kannst dir alles, was du dir in Matrizen aufschreibst, ist nichts anderes. Oder du kannst dir immer auch eine geometrische Vorstellung davon machen, sozusagen. Und insofern ist es erst recht nicht überraschend, dass die Geometrie der linearen Regression genau dem Gleichen entspricht, was hinter den Kulissen ein Statistikprogramm als Matrizen absolviert quasi. Vielleicht nochmal zum Reinkommen, beziehungsweise eigentlich bin ich darüber auch letzte Woche ja etwas rasch hinweggegangen. Also die Kernidee dieser geometrischen Betrachtung eines linearen Modells kann man sich vielleicht etwa nochmal so vorstellen. Ich stelle mir alle meine Beobachtungen y wie einen Vektor im Raum vor. Wie nennen wir diesen Raum?
seit letzter Woche. Was habe ich, wie habe ich den, wie nennt, steht es hier auch irgendwo? Nee, hier steht es gerade noch nicht. Wie heißt dieser Raum, in dem wir uns bewegen, wenn wir uns multivariate Beziehungen jetzt geometrisch vorstellen? Wie bitte? Variable Space? Nee, genau nicht. Weil das ist ja ein Vektor Y. Wie kommt dieser Vektor zustande? Ja, dann gibt es nur noch eine andere Variante. Dann ist es ja wohl der Subject Space, genau. Das war diese eine große Inversion in unserem Kopf, die wir letzte Woche gemacht haben, dass wir gesagt haben, die Beobachtungen, die wir haben, die spannen einen hochdimensionalen Raum auf. Der hat eigentlich erstmal, Details folgen auf dem nächsten Slide, n Dimensionen, so viel wie wir Beobachtungen haben. Und in diesem Raum gibt es jetzt einen Vektor y und einen Vektor x zum Beispiel. Das ist also der einfachste Fall, das ist die simple Regression. Eine Variable y liegt in diesem Raum irgendwie und soll regressiert werden. Was heißt regressiert werden dann in dem Fall? Das können wir jetzt schon mal sagen. Was wir eigentlich wollen, wir wollen sie projizieren auf den Raum, den die x-Variable aufspannt. Man könnte auch sagen, auf den Subraum. In diesem hochdimensionalen Raum, den alle Beobachtungen aufspannen, dort drin, also als Subraum, gibt es einen Raum x, der ist in dem Fall wirklich sehr primitiv, weil der hat nur eine Dimension, weil wir nur einen x-Vektor momentan haben. Wir sehen dann gleich noch, wenn wir multiple Regression machen, dann wird die Dimensionalität dieses Subraumes für x, die wird entsprechend komplizierter. Zum Beispiel zweidimensional oder dreidimensional oder vierdimensional, wenn du vier Regressoren hast. Aber wir bleiben mal bei dem ganz einfachen Fall, weil die Logik, also an der ändert sich nichts mehr. Die stehen irgendwie zueinander, Geometrie. Die spannen irgendeinen Winkel miteinander auf. Und es wird jetzt darum gehen, was wir eigentlich finden müssen, wenn wir eine lineare Regression rechnen wollen. Sprich, was interessiert uns dann? Dann interessiert uns eigentlich, wie muss ich denn, wie stark, mit welchem Vorzeichen und wie stark muss ich eigentlich x, meine Beobachtungen in x, gewichten, um so nah wie möglich an y ranzukommen, oder? Das ist Modellieren. Du möchtest das, was in y ist, so gut wie möglich mit x abbilden. Und in dem Fall ist es also relativ simpel, dass wir sagen, wie kriegen wir möglichst viel von y in diesen Subraum, also in diese Domäne könnte man auch sagen, von x hinein sozusagen. Wie geht es? Und wenn man sich das als Projektion vorstellt, kann man sagen, dieses Ding muss also da rein. Bei der multiplen Regression ist es nachher fast noch ein bisschen schöner. Da kann man sich nämlich immer als so einen Tisch vorstellen und kann sagen, der Tisch, die Tischfläche, die ihr da drüben seht, ist eigentlich so ein Subraum, den die x-Regressoren miteinander aufspannen. Und dazu irgendwie steht y. Y ist nicht in diesem Raum drin, aber wir wollen so viel wie möglich davon rein projizieren. Und das geht letztlich mit einer sogenannten lotrechten Projektion. Was muss ich mit x machen in seinem Raum? Ich kann den nur verlängern oder verkürzen. Ich kann nicht einen anderen Vektor aus x machen. Also, das könnte ich mathematisch, aber das ist jetzt nicht das Problem. Wir wollen ja x, die Information in x benutzen. Und dieser Vektor in dieser Richtung, das ist die Information, die uns die Probanden, die Beobachtungen gegeben haben. Aber ich kann sagen, nimm den letztlich mal minus 1, dann zeigt er in die andere Richtung, aber 180 Grad quasi in die andere Richtung. Und dann verlängere oder verkürze ihn so, dass er quasi von y möglichst viel abbildet. Das Orangene, was ihr hier also seht, ist dann das resultierende y-Hut. Man könnte auch sagen, das ist die Projektion von y. Und das ist ja eine Gleichsetzung, die wir hier oben schreiben. Wir schreiben ja im linearen Modell y-Hut, ist auch ein Vektor, aber eben eine skalierte Version von x, nur eine skalierte Version. Und jetzt habt ihr hier diesen blauen Pfeil. Was ist dieser blaue Pfeil sozusagen? Wie würden wir den nennen in unserer regressionslinearen Modellsprache? Sie daneben, ja, weil sie noch nichts gesagt haben. Der Fehler, genau. Also entweder, wenn wir jetzt gerade nur einfach Statistik machen, könnten wir den mal E nennen. Wir können ihn aber auch Epsilon oder Epsilon-Hut nennen. Dieser Fehler, der steht also, und das ist quasi das Eleganteste daran, das ist die Grundannahme, mit der wir ins lineare Modell hineingegangen sind. Dass wir gesagt haben, der Fehler eines linearen Modells, der muss natürlich orthogonal sein
unabhängig von dem eigentlichen Modell selbst sein. Man kann sagen, dieser orangene Pfeil, Y-Hut, das ist das Modell. Ja? Das ist unsere modellierte Variante von Y, wenn wir fertig sind mit unserem linearen Modell. Und dann bleibt aber eben immer was übrig. Hier seht ihr auch bereits verwirklicht, in diesem rechten Winkel hier, seht ihr verwirklicht das Prinzip der kleinsten Quadrate. Das seht ihr jetzt mit dem bloßen Auge gerade nicht, aber ich hoffe, ihr könnt mir gleich sonst auf dem nächsten Slide folgen, dass wir sagen, was ist die mit, also ich habe y, ja, das habe ich ja beobachtet. Und ich habe x beobachtet, dadurch kenne ich den Raum sozusagen, den Subraum, in den ich rein muss mit meiner Projektion. Was ist die kürzeste Projektion, wie du y hierher projizieren kannst, sozusagen? Was ist die kürzeste Art, wie eine Erstklässlerin eine Straße überqueren kann? Gerade rüber, sozusagen. Ja? Nicht irgendwie so laufen oder so, sondern gerade rüber. Bringst du deinen kleinen Erstklässlerinnen und Erstklässlern oder Kindergartenkindern bei. Und genau das macht, nur im übertragenen Sinne natürlich, hier dieser Fehler. Wir nehmen als sozusagen, wir minimieren diesen Fehler und damit landen wir automatisch bei diesem Punkt. Weil der Fehler, die Strecke, die Fehlerstrecke, die Länge des blauen Vektors quasi, die wird eben minimal, wenn er orthogonal auf diesem Subraum steht. Kann man akzeptieren? Erstmal? Kann man hinnehmen? Sehr schön. Sehr gut. Damit könnten wir natürlich auch aufhören, könnten sagen, so, alles weitere lest ihr zu Hause. Wäre gar nicht ganz falsch, weil alles weitere folgt wirklich, das ist wie so ein axiomatischer Slide, könnte man sagen. Der setzt eigentlich jetzt den Ton für die komplette Geometrie der linearen Regression. Denn, das stehen quasi nur nochmal so Wahrheiten hier in Orange, das sind die drei wichtige Wahrheiten, die hier eigentlich zu sehen sind oder die sich hieraus ergeben. Erstens, Y-Hut kann nur, das ist dieses Element von hier, kann nur in diesem X-Raum liegen. Wir können, oder andersrum, wir können aus X, aus einem Modell mit X, können wir uns nur was bauen, was eben in diesem Raum, den X aufspannt, verbleibt. Also, anders gesagt, Y-Hut kann nur irgendwie in diesem Subraum liegen. Zweitens, das haben wir gerade nochmal gesehen, die Lösung, also das Modell, wenn wir fertig sind, ist fast, wenn, also sozusagen mit echten Daten ist das eine andere Frage, aber in der Theorie ist es so, dass es orthogonal sein muss zu dem Fehler. Wir haben also hier eine Orthogonalität zwischen Fehler und Modell. Und da das Modell nur eine Variante von x ist, eine skalierte, können wir auch sagen, also auch x muss orthogonal zum Fehler sein. Anders gesagt, dieser Subraum, den x aufspannt, der ist immer orthogonal zum Fehler. Und vielleicht drittens noch die Beobachtung, die haben wir letztes Mal schon, ich habe sie euch gesagt, aber hier sieht man sie auch nochmal, der Kosinus des Winkels zwischen einfach den Beobachteten, zwischen x und y, der Kosinus dieses Winkels entspricht in solchen geometrischen Problemen genau der Korrelation. Quasi. Ihr seht also zum Beispiel, dass die Lösung des Modells, die muss natürlich immer quasi perfekt korreliert sein mit x selber und in dem Fall ist sie halt antikorreliert, die zeigt also sozusagen hier rüber, die zwischen x allein als Beobachtungen, wie wir sie gemacht haben, und dem, was wir daraus modelliert haben, besteht zum Beispiel eine immer triviale Korrelation von 1 oder minus 1, weil es eben nur eine skalierte Variante ist. Genauso ist die Korrelation zwischen Fehler und Modell immer genau gleich 0, weil Cosinus von 90 Grad genau 0 ist. Das ist sozusagen also der Versuch für die simple Regression, das nochmal auf einem Slide hier zu zeigen. Und diese Ideen quasi werden uns jetzt immer wieder begegnen. Genau, wir hatten auch noch, das sage ich vielleicht noch, dann gehe ich weiter zum nächsten Slide, aber ich sage es noch einmal, wir hatten gesagt, das ist wichtig, dass ihr das aus der Geometrie noch mitnimmt, die Länge eines Vektors oder der Betrag eines Vektors, kann man auch sagen, ist auf jeden Fall proportional zu und spricht eigentlich fast genau der Standardabweichung, die ihr beobachtet habt. Erinnert euch, letzte Woche, wir waren es kurz durchgegangen an einem Beispiel, wenn ein Merkmal überhaupt keine Variation hat, wir hätten alle genau den gleichen Messwert, war das Beispiel letzte Woche, dann hat so ein Vektor keine Ausdehnung. Ja. Der kann nur eine Ausdehnung dadurch bekommen, dass irgendeine Variation in den Dimensionen da ist.
Genau, das sehen wir dann gleich auch nochmal in Aktion. Was ich heute eigentlich mit euch machen möchte, ich möchte euch noch ein bisschen striezen mit der Geometrie dieser Subräume, also von Räumen und Subräumen noch ein bisschen reden und dabei auch noch ein bisschen von Freiheitsgraden reden. Das ist echt so mehr statistische Theorie. Aber wenn es klappt, bekommt ihr eine neue oder bessere Intuition für Freiheitsgrade. Und dann wäre eigentlich der Anspruch, alles, was man so als Probleme rechter Hand in so einem linearen Modell sich vorstellen kann. Also so ein lineares Modell ist ja quasi immer, besteht immer aus irgendwas links und irgendwas rechts. Das ist so eine Sprache, die ich manchmal verwende. Ich habe immer irgendwas auf der linken Seite stehen beim linearen Modell und dann habe ich immer was auf der rechten Seite stehen quasi. Manchmal machen wir hier auch noch ein Summenzeichen, weil wir sagen, da ist es ja nicht nur ein x und ein Beta, sondern eine ganze Gruppe davon. Also das hier alles da rechts vom Gleichheitszeichen. Im Prinzip versuchen wir heute in diesem so eine Art Rundumschlag zu machen, der uns alle Probleme kurz aufzeigt, die rechter Hand auftreten können. Und nächste Woche sprechen wir dann über das generalisierte lineare Modell. Immer wenn wir von einem generalisierten linearen Modell sprechen, dann hat es damit zu tun, dass wir hier drüben irgendein Problem haben und was anders machen müssen. Ganz, ganz kurz gesagt. Und im Prinzip seht ihr hier nur Dinge, die ihr schon kennen könnt. Also was wir heute nur machen, ist diese nur so ein bisschen einordnen. Also was eine Dummy-Kodierung ist, würde ich eigentlich jetzt nur kurz nochmal aufzeigen sozusagen, weil sich daraus eben dann mit unserem Wissen des linearen Modells quasi die ANOVA und die sogenannte ANCOVA, also die Kovarianzanalyse, als quasi ganz leicht ergeben, wenn man Dinge, die eigentlich qualitativ oder kategorial sind, Dummy kodieren kann oder anders kodieren kann. Es gibt auch das Effekt-Coding, was ihr im Seminar sicher viel benutzen werdet. Also auf jeden Fall Kodierungsschemata. Und wir können dann auch noch kurz zum Abschluss über ja, Interaktionen und genereller nonlineare Terme sprechen, die wir hier auch eben rechter Hand hier einschließen können. Seid ihr noch da? Seid ihr unglaublich leise, das ist immer verdächtig. Gut, ich mache einfach mal weiter mit dieser Theorie. Ja. Kann natürlich auch gut annehmen, dass das jetzt eher so, dass man es ein bisschen über sich ergehen lässt. Okay, oldschool. Vorlesung. Genau. Die Grundidee der Freiheitsgrade ist eigentlich, das kann man sich einfach als wie eine Art Gleichsetzung, steht da oben in der Überschrift dieses Slides, sagen. Man kann sagen, was Freiheitsgrade eigentlich meint in der Statistik, ist nichts anderes als die Dimensionen des Raums, indem eine bestimmte Variable, also ein bestimmter Vektor, wohnt, wenn man so will. Wenn man nämlich anfängt mit irgendeiner Untersuchungssituation, irgendeiner statistischen Problemlage, dann beginnt man eigentlich damit, dass man n Beobachtungen hat. Wenn man n Beobachtungen hat, hat man eigentlich es mit einem Raum zu tun, der hat eigentlich n Dimensionen. So. Das kann man, glaube ich, akzeptieren. Also zum Beispiel, wenn ich einfach einen Vektor von ein paar Intelligenzwerten beobachte, 101, 103, 90, 106, nochmal kann ich mir das vorstellen, wie jetzt in diesem Fall wäre es nur ein vierdimensionaler Raum. Auf der ersten Dimension, das ist die erste Person, gehe ich 101 lang. Für die zweite Person unabhängig, zweite Dimension 103. Die dritte Person, dritte unabhängige Dimension 90 und dann eine vierte, die wir uns jetzt so eigentlich nicht mehr vorstellen können, nochmal 106. Kommt ein Vektor raus, den Vektor können wir uns sehr gut vorstellen. Der liegt hier einfach wie so ein Stab hier vor uns. Ja? Jeder Wert ist quasi frei, jeder Subject nimmt halt, bringt halt den Wert mit, den er mitbringt. Sobald ich aber irgendeine Operation mache, eine, die wir die ganze Zeit machen, zum Beispiel ich nehme diesen Vektor und zentriere ihn. Was heißt denn das? Ich lege fest, dass der Mittelwert, wenn ich fertig bin, 0 sein muss. Das heißt zentrieren. Und damit habe ich einen Freiheitsgrad weggenommen. So haben wir das auch in, so würde ich das auch in der Bachelorgruppe erklären, dass ich sage, ja, da ist jetzt halt ein Wert festgelegt und dadurch kannst du alle Werte frei wählen, aber den allerletzten nicht mehr, weil du musst einen Mittelwert von 0 hinbekommen. So kann man das sagen. Bisschen schöner ist es aber, sich klarzumachen, dass so ein, nun ja, sagen wir mal, Herausrechnen eines Mittelwerts eben auch einer schon wieder einer Art Projektion entspricht. Was ich nämlich mache, ist, ich zerlege, kann ich auch sagen, x in zwei Komponenten. Und das ist die ganz grundsätzliche Idee, die in der Geometrie hier dahinter steckt. Ich kann jeden Vektor,
so auch diesen Vektor x, immer in orthogonale Komponenten zerlegen. Und ich zerlege ihn hier jetzt beim einfachen Zentrieren einer Variable in einen Vektor, den könnte man in einen Vektor, der in dem Raum, den könnte man ein bisschen komischerweise den Einser-Subraum nennen. Also das ist quasi wie nur so ein Skalar. Da drin liegen die Werte und dann habe ich dazu einen orthogonalen Raum. Also ich mache hier immer, kann diesen Originalvektor x, Entschuldigung, dass das nicht farblich ist, also sieht man es nicht. Das war der Originalvektor x. Der wird jetzt quasi orthogonal zerlegt in einen Anteil, in ein Vielfaches von 1, das ist der Mittelwert, und dann in einen Raum, der davon unabhängig ist. Dieser Raum hat jetzt quasi, dieser übrig gebliebene Raum, der hier so quasi nü orthogonal zu 1 heißt. So, kann man das mal sagen, ein bisschen komisch, aber dieser Subraum, der hat auf jeden Fall eine Dimension weniger als vorher, weil eine ist dafür draufgegangen, so einen eindimensionalen Raum für den Mittelwert hier zu machen. Also habe ich jetzt nur noch n-1 Freiheitsgrade. Ich habe also die Dimensionalität meines Raumes ein bisschen reduziert. Und das ist der Raum, mit dem ich jetzt eigentlich oft die Regressionen mache. Ich habe sichergestellt, dass der Mittelwert raus ist, aber der ist eben auch in einer anderen Dimension sozusagen. Die eigentliche Situation, die sich dann oft hier in dem Buch von Wickens mit zwei Regressoren gezeigt, weil dann kann man sich es optisch ganz schön vorstellen. Die eigentliche Situation ist jetzt also, ich nehme den Vektor y, der in einem, stellen wir uns jetzt mal vor, in einem n-1 dimensionalen Raum liegt und den zerlege ich weiter. Den zerlege ich, wie wir gerade gesagt haben, in einen Raum, den die Regressoren aufspannen, einen Subraum, und der hat so viel Freiheitsgrade, so viel Dimension, wie wir Regressoren haben, also so viel Achsen. In dem Fall ist es ein zweidimensionaler Raum und entsprechend kann man ihn hier als so eine Ebene einzeichnen. Genau. Und dann bleibt eben noch übrig eine Art Fehlerraum. Der ist jetzt hier eindimensional gezeigt, der muss aber überhaupt nicht eindimensional sein. Der wird üblicherweise sogar relativ hochdimensional sein. Und das Ganze kann man sich einfach mit einfachster an einer Hand Summierungslogik zusammenzählen. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch. Wir haben früher schon gesagt, Freiheitsgrade in so einer Regression, die müssen sich irgendwie summieren. Da gibt es ein paar Freiheitsgrade, die gehen für den Effekt oder für das Treatment oder so drauf. Und dann gibt es andere Freiheitsgrade, die stecken im Fehler drin. Und das Ganze muss sich summieren zu den gesamten Freiheitsgraden. Das haben wir immer so gesagt. Und das sieht man halt an dieser Dimensionalität eines Raumes erst recht. Also der gesamte Raum hatte mal n Freiheitsgrade. Dann habe ich es zentriert, dann habe ich nur noch n-1 Freiheitsgrade. Da drin sage ich jetzt, also dieser Raum, hier ist es eigentlich gezeigt, dieser Raum, egal wie viele Dimensionen er ursprünglich hat, zum Beispiel n, besteht aus einem Subraum für eine Konstante, eine Dimension, aus einem Subraum für die Regressoren mit k Dimensionen, so viel wie er Regressoren hat, und dann, was halt übrig bleibt. Das ist dann der Fehlersubraum quasi. Und so kann ich also relativ schnell sehen, dass sich für den Raum des Fehlers dann auch dieses ominöse, was man immer wieder in Formeln sieht, n-k-1 ergibt. Ich kann euch also quasi jetzt so eine Tabelle zeigen, die hat mit Geometrie gar nichts zu tun. Die sieht man so in vielen älteren Papern zu Regression oder zu ANOVA. Die bekommt man so letztlich auch von Statistikprogrammen ausgespuckt und die haben wir so auch in der Grundausbildung in der Statistik immer wieder angeschaut, dass wir sagen, wir haben das dann immer Varianzquellen genannt. Wir haben gesagt, in unseren Daten y, da gibt es irgendwie eine Varianzquelle, die wir durch das Modell aufklären können, also durch irgendeine Multiplikation, eine Skalierung von x, und die hat eben k Freiheitsgrade, also genau so viel Dimensionen, können wir jetzt sagen, wie wir Anzahl Regressoren haben. Das entspricht also der Ebene in dem Bild vorher. Dann gibt es den Fehler, der ist quasi n minus dieser Raum, aber auch noch minus 1 für die Konstante. Wir könnten auch sagen für den Intercept. So bleibt also dann übrig n minus k minus 1 für den Fehler und hier k. Das ist quasi das, was ich euch einfach nochmal anbieten wollte. Und man kann dann auch noch weitergehen und kann sagen, klar, eigentlich machen wir auch immer noch so mittlere Abweichungsquadrate. Wie geht das? Mittlere Abweichungsquadrate sind im Prinzip, kann man sagen, Vektorlängen
Man könnte auch sagen quadrierte Vektorlängen, aber immer bereinigt um die Dimensionalität des Raumes, in dem sie liegen quasi. Wenn ich einen Vektor habe, der in einem 300-dimensionalen Raum liegt, dann hatte ich eben also 300 minus 1 Freiheitsgrade, den da reinzulegen. Da kann ich so eine Art Mean Squared ausrechnen, dann nehme ich die quadrierte Länge von dem Vektor und teile es aber durch n minus 1 zum Beispiel. Das wäre dann dessen Freiheitsgrade. Und so ist es eben hier mit den Termen, die uns hier interessieren, genauso. Ich kann eine Art Mean Squared für mein Modell oder für die Regression machen und dazu nehme ich die Sum of Squared Regression, nochmal quadrierte Länge des Vektors, geteilt durch die Dimensionalität dieses Raumes. Das ist die Grundidee. Auf die Gefahr hin, das ein bisschen platt zu trampeln fast, haben wir das hier nochmal ganz grundsätzlich gezeigt, dass wir immer sagen können, egal welchen Vektor wir haben, wir können ihn zerlegen in zwei orthogonale Komponenten. Ja. Das ist jetzt quasi rückwärts, was man vielleicht in der Schulgeometrie macht, wenn man die resultierende von einem Vektor sucht. Da würde man immer sagen, wenn ich zwei Vektoren habe, was ist die resultierende? Und hier machen wir das jetzt quasi so, dass wir eine Variable y haben und die immer zerlegen können in zwei orthogonale Anteile. In unserer Sprache hier im linearen Modell heißt es natürlich in einen Modellanteil und in einen Fehleranteil, die wir unbedingt orthogonal zueinander haben wollen, weil sonst würde dieses ganze Pluszeichen überhaupt keinen Sinn ergeben. Und der wichtige Begriff ist also nochmal der des Subraums, das habe ich jetzt auch vielfach gesagt, dass wir sagen, wir können das also zerlegen, wir können es projizieren in zwei Subräume, wenn wir so wollen. Ein Subraum des Modells, der üblicherweise so viel Freiheitsgrade hat, wie wir Regressoren haben, und in einen Subraum des Fehlers, der meistens mehr Freiheitsgrade hat. Genau. Jetzt wollte ich mit euch eigentlich das Ganze an der multiplen Regression uns angucken. Warum multiple? Weil wir dort dann auch so Probleme wie zum Beispiel vielleicht R-Quadrat ein bisschen besser sehen können, weil wir Probleme wie Multikollinearität besser sehen können. Es ist also einfach recht anschaulich, wenn man sagt, dieser Subraum, von dem wir da reden, dieser Raum, den die x-Variablen aufspannen, der hat eben mehr als nur eine Dimension. Ihr seht aber auf diesem Slide hoffentlich überhaupt nichts Neues, verglichen mit dem, was wir jetzt in den ersten Minuten oder in den vergangenen Minuten gemacht haben. Wir schauen also gerade nochmal in einen hochdimensionalen Raum. Wir wissen gar nicht, wie viele Dimensionen der hat. Irgendwas, also wir wissen nicht, wie groß n mal war, sage ich mal. Und wir haben hier zwei Regressoren. Was würdet ihr sagen? Wie sind diese beiden Regressoren, x1 und x2, wie verhalten die sich zueinander? Könnt ihr schon irgendwas sagen über die Korrelation, die Beziehung dieser zwei Regressoren untereinander? Wie sieht das aus? x1 und x2, würden Sie sagen, warum? Was ist Ihre Logik dahinter? Warum negativ korreliert? Woran sehen Sie das? Hochdimensional, ja. Probieren Sie es mal. Was sehen Sie? Genau, die stehen fast senkrecht. Ich mache eine Sache für euch. Ich kippe das ganze Ding mal. Also stellt euch das bitte gerade vor wie so eine Art Tischplatte, auf die wir drauf schauen. Und jetzt nehme ich den Tisch mal und klappe das mal so hoch, okay? Dass wir von oben reingucken in den Tisch. Hilft, wir können auch ein bisschen hin und her springen, aber jetzt gucken wir mal von oben rein in die Geschichte. Und dann können wir ein bisschen besser sehen, was Sie gerade als Intuition formuliert haben. Nämlich zwischen x2 und x1 ist ein Winkel, der ist nicht 90 Grad, oder? Aber geht in die Richtung. Also kein großer Winkel, also keine große Korrelation, weil der Cosinus von, was wird es sein, 85 Grad oder sowas, auch schon fast null ist sozusagen. Ihrer Intuition konnte ich jetzt nicht ganz folgen, aber lassen wir mal so stehen, genau. Nochmal, was ist das Problem der Regression? Projiziere y in den Subraum von x auf die kürzestmögliche Art sozusagen. Werfe, greife ich nochmal zu dem Sprachbild. Wir wollen eigentlich einen Schatten werfen. Ja? Also was wir eigentlich machen, ist, y wirft einen Schatten in diesen Raum. Ja?
Und den Schatten wollt ihr quasi so kurz wie irgendwie möglich kriegen. Wann sind die Schatten am kürzesten? Wenn die Sonne lotrecht auf die Erde scheint, sozusagen. Ja? Man kann sich das, sie machen sehr große Augen, sind das zu abgefahren als Beispiel. Aber das ist tatsächlich das, was passiert. Ich habe jetzt gerade kein, kann das mit diesem Ding hier. In dem anderen Hörsaal hatten wir immer, ich kann das hier auseinanderschrauben bestimmt. In dem anderen Hörsaal hatten wir immer so einen schönen Zeigestock, mit dem kann man das auch gut machen. Also, Freunde, seid ihr bereit? So. Das hier, das ist unser Raum N, den alle Beobachtungen aufspannen, der ist hochdimensional. Das ist unser Subraum X. Ja? X1, X2 sind richtig schön orthogonal zueinander. Und das ist Y. Y ist nicht in diesem Raum. Und das ist ja das Problem der Regression. Der ist da noch nicht drin. Deshalb ist es kein, ist es nicht das Gleiche. Wenn X da drin liegen würde, wenn es so wäre, Entschuldigung, habe ich X gesagt? Sehen Sie. Y. Ja? Y liegt in diesem Raum. Wie groß ist der Fehler, den mein Modell jetzt gerade macht? Null. Es gibt keinen Fehler. Es ist eine perfekte Lineare. Sie sind perfekt. Man kann auch sagen, können wir schon mal verwenden. Wir können auch sagen, so kann es keine Regression ernsthaft, also kann es machen, aber eigentlich nicht, weil Y ist schon eine perfekte Linearkombination aus ein bisschen x1 und ein bisschen x2. Das ist nicht interessant. Die interessanten Fälle sind solch. Was ist mit dem Fall? Der ist auch gut. Dann machen wir den kurz, ein anderer Extremfall. Y, ein Vektor, der, und nochmal, es ist übrigens egal, ob der Vektor hier ist oder ob er hier ist. Seht ihr das? Die Information, die in diesem Vektor steckt, über diese Probanden, ist genau gleich. Ja. Aber jetzt steht er hier so. Das ist x1, das ist x2 und jetzt, ja. Genau. Er ist orthogonal, da wirst du kein lineares Modell hinbekommen. Da kannst das, alles, was du hast, ist Fehler, sozusagen. Ja? Y wohnt, macht keine. Und das könnt ihr jetzt eben durchspielen mit dieser Projektionsidee. Wenn die Sonne da drauf fällt, macht sie keinen Schatten dahin, der irgendwie was bringt. Sobald wir die Situation haben, wir haben jetzt wegen dem Licht das nicht wirklich, aber ihr könnt es euch, glaube ich, sehr gut vorstellen, Sonnenlicht von hier drauf, jetzt kriegst du eine Projektion in diesen Raum. Und die würde etwa bis hier gehen. Wenn du eine lotrechte Projektion machst, wenn die Sonne von da hinten kommt, das ist nicht, sowas haben wir nicht, die Fälle. Und das Problem, um das es in diesem Slide jetzt eigentlich gehen soll, ist, wie kommen denn in einer multiplen Regression die Regressionsgewichte zustande? Also du hast ja x1 und du hast x2. Ja? Du hast irgendwie Alter und du hast Geschlecht, um die Körpergröße zu erklären. Oder ein beliebig simples Beispiel. Für die Beiträge von Alter und von Geschlecht brauchst du jetzt irgendwie Regressionsgewichte, weil wo landen wir mit dieser lotrechten Projektion? Wir landen zum Beispiel hier, sage ich mal. Und jetzt ist die Frage, was müssen wir mit x1 machen und was müssen wir mit x2 machen, um an diesem Punkt der kürzesten, wo der Fehler am kürzesten wird, wo der auftrifft, das wird quasi unser y-Hut sein. Aber wie viel x1 muss ich da reinmischen? Und wie viel x2? So, räume ich wieder weg. Das ist die Frage, die hier da quasi dahinter steht. Und wenn man das jetzt also sich hier oben anguckt, Entschuldigung, das war zu schnell, wenn man sich das hier anguckt, kann man sagen, quasi, man verwendet jetzt eigentlich, wenn man es sich geometrisch vorstellt, kann man einfach diesen Trick verwenden, dass man sagt, na gut, ich kann ja erstmal Vektoren, sollte ich sagen, an der Stelle, natürlich auch verschieben und wir machen ja eine Addition, ein lineares Modell ist ja immer additiv. Wir müssen also x1 ein bisschen kürzen oder verlängern oder nach hinten, also mit minus 1 irgendwie verlängern, verkürzen. Wir müssen x2 verlängern, verkürzen in dieser Richtung. Und wenn ich es dann zusammensetze, wenn ich es addiere, dann heißt es nichts anderes, ich nehme dieses gekürzte Teilstück von x1 und in dem Fall auch ein gekürztes Teilstück von x2 und kann die einfach so ans Ende sozusagen dran schieben. So geht ja Vektoraddition. Nimm den einen Vektor und schieb ihn ans Ende des anderen Vektors sozusagen. Und dann kommst du eben bei diesem Punkt hier heraus. Was man dann ganz gut sehen kann ist, weil es eben additiv ist, ist es komplett egal, ob du das Ganze zuerst als ein Problem von x1 betrachtest und dann x2 machst oder ob du es erst als ein Problem von x2 betrachtest und dann noch für x1 sozusagen. Es ist also, wenn alles immer unter der Maßgabe, dass x1 und x2 einen hinreichend
also hinreichend orthogonal zueinander sind und diese Ebene sozusagen so funktioniert, dann kann ich eine eindeutige Lösung finden, die mich zu diesem kürzesten Punkt, zu diesem Ende, zu dieser Spitze von meinem Y-Hut bringt und mir damit mein Y-Hut überhaupt erst liefert. Wir halten also fest, genauso wie bei der einfachen Regression, diese prädizierten Werte Y-Hut immer auf dieser Gerade von dem einen X liegen, so muss jetzt das Y-Hut natürlich in dieser Ebene liegen, die meine Regressoren aufspannen. Und ich zeige euch das nie für mehr als für zwei Regressoren. Weil mit zwei ist es so schön, oder? Tischplatte, Besenstiel, da kann man sich gut vorstellen. Aber die Mathematik bleibt komplett identisch, wenn dieser Raum keine Ebene ist, sondern selbst ein dreidimensionaler, vierdimensionaler, fünfdimensionaler Raum ist. Das muss man einfach akzeptieren. Wenn ich fünf Regressoren habe, habe ich einen fünfdimensionalen Subraum, in den ich die Projektion durchführe. Übersteigt unser Gehirn, aber das ist nicht schlimm, weil wir immer sagen können, es ist genau dasselbe wie im zweidimensionalen Raum und du musst genauso diese Kombination, diese Verlängerung und Verkürzung finden. Ich lasse hier ganz viel aus, es gibt hinten Zusatzslides, da habe ich das reinkopiert und außerdem macht er diese Aspekte des Bestimmens von multiplen Regressionsgewichten, ist auch eher natürlich eine Anwendungsfrage. Als Grundidee reicht mir das so und jetzt ist aber halt vielleicht noch wichtig zu erwähnen, ich hatte es gerade schon angedeutet, besonders schön und besonders simpel ist das Ganze, wenn x1 und x2, also, vielleicht sehen Sie es mittlerweile hier auch, hier vorne in der vorderen Reihe, wenn die so gut wie orthogonal sind zueinander, ja, dann funktioniert dieses Spielchen am besten. Sehr oft in der Praxis ist es aber so, dass unsere Regressoren nicht komplett orthogonal sind. In einem Venn-Diagramm hieße das, die beiden haben auch schon ein bisschen was gemeinsam. Ein bisschen Varianz teilen die sich auch, ja. Das ist einfach ein praktischer Fall. Das Faszinierende ist, dass die Geometrie trotzdem gut funktioniert, solange diese Ebene quasi noch stabil ist, kann man sagen. Wann würde so eine Ebene, die ich beschreibe mit einem x1 und einem x2, wann würde das unscharf werden, instabil werden, wenn x1 und x2 immer stärker sozusagen das gleiche messen. Wenn x1 und x2 nur noch so fast in dieselbe Richtung zeigen sozusagen, dann ist diese Ebene quasi, dann kriege ich ein Multikollinearitätsproblem. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle abkürzend sagen. Genau. Ich überlege gerade, ob ich das sogar mache, ob ich hier kurz die Multikollinearität vorziehe. Seid ihr wahrscheinlich böse, weil ich die Slides-Reihenfolge ändere, aber mache ich trotzdem. Für mich macht das gerade kurz Sinn. Ich springe kurz auf Slide 20, wo das nämlich nochmal gezeigt ist. Was ist jetzt hier passiert auf Slide 20? Slide 20 und 21 sind die zur Multikollinearität, hoffe ich, wenn es in eurem PDF noch stimmt. Ne, ich habe drei rausgenommen, genau, ja, Entschuldigung. Sorry, ich habe gerade noch drei in meiner Version rausgenommen, ausgeblendet. Deshalb müsste es bei euch 23 oder so sein. Okay, da kommen auf jeden Fall zwei Slides zur Multikollinearität. Also, was passiert jetzt hier? Multikollinearität. Ich kann einen der Regressoren zum Beispiel schon sehr, sehr gut als Linearkombination der anderen Regressoren ausdrücken. Die teilen sich irre viel Varianz. Das, was wir gerade so sequenziell durchbesprochen haben, zu sagen, betrachte das Ganze erstmal als eine Projektion auf x1, wie musst du das verlängern, dann betrachtest du es als eine Projektion auf x2, wie musst du x2 verlängern oder verkürzen, um kombiniert in Addition bei diesem Punkt rauszukommen, das wird uneindeutig, wenn die beiden sehr stark schon dasselbe messen. Man könnte auch sagen, nachdem du für x1 eine Art Partialregression oder Partialkorrelation durchgeführt hast, hast du schon von dem anderen Regressor schon so viel Varianz auch mit aufgeklärt, dass die ganze Lösung instabil wird. Geometrisch kann man sich das dann nämlich so vorstellen. Das wäre nochmal die ganz wohlgeformte Situation. Hier sind sie jetzt auch nicht orthogonal, seht ihr das? Aber die sind so ein bisschen, wir machen das noch kurz als Übung, so zum Einprägen. Was könnte ein Korrelationskoeffizient zwischen x2 und x1 in diesem grünen Szenario sein? Haut mal was raus, sagt mal eine Zahl, eine Korrelation, Korrelationskoeffizient, der das hier capturen könnte. Ja, Ihnen traue ich das sehr gut zu, würde gerne noch ein paar andere Vorschläge hören.
Wer traut sich? Was ist die Korrelation? Etwa. Die dürfen gleich, aber gucken kurz. Okay, wer ist dafür, dass es eine positive Korrelation ist zwischen x2 und x1? Seht ihr, dass es Sie meinen eine positive? Wer sieht eine negative Korrelation? Auch noch nicht so viele. Traut euch. Wenn ein Regressor in die Richtung zeigt und ein anderer in die Richtung, dann sind sie perfekt korreliert, aber mit minus 1. Ja, ich muss ihn mit minus 1 nehmen. So, das heißt auch, alle Korrelationen, die so etwa sind, sind negative Korrelationen. Okay? Das ist 0, da wird es positiv und da wird es negativ. Könnt ihr einfach Taschenrechner raus, Cosinus von 120 Grad eingeben. Sollte was Negatives rauskommen. Wenn ich jetzt keinen kompletten Denkfehler habe. Entschuldigung, bin hier auf meine Klicker gekommen. Also, was hätten Sie vorgeschlagen? Hätten Sie es mit einer Korrelation sogar versehen? Was würden Sie hier ansetzen? Minus 0,1 oder minus 0,2 oder sowas. Genau, richtig. Hier hingegen, das seht ihr hoffentlich jetzt alle, x1 ist im Prinzip wie ein bisschen eine verlängerte Version von x2 plus ein bisschen Rauschen, wenn man so will. Ja? Diese Korrelation ist wahrscheinlich Punkt 95, Punkt 96, Punkt 97 zwischen diesen beiden. Und was passiert mit dieser Ebene? Das finde ich da an dem Beispiel ganz schön. Stellt euch also vor, dieser Subraum von x, der wird ja sozusagen aufgespannt, das Wort ist auch ganz schön, das ist auch das mathematische Begriff dafür, von diesen zwei x-Regressoren. Wenn du aus zwei Stäben, die in diese Richtung zeigen, die spannen schon auch eine Ebene auf. Aber wenn wir jetzt einmal kurz drüber nachdenken, wie da für uns später was eine echte Statistik draus wird, dann läuft es ja so, dass wir in unseren Daten wiederum ja nur, man kann sagen, rauschbehaftete Varianten von x1 haben, wie er auf Populationsebene ist, und irgendwie per Stichprobe auch rauschbehaftete Version von x2. Dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass mit leichtesten Variationen in x1 oder x2 die komplette Ebene quasi eigentlich ganz anders ausfällt. Und damit auch die Länge von E unterschiedlich ausfällt und auch die Position von diesem Y-Hut einfach unterbestimmt wird. Wie äußert sich das in der Statistik? In der Statistik äußert sich das in dem Schätzfehler, den wir dann machen. Wir können sagen, ja, vielleicht ist also Beta 1 für den einen Regressor so und so groß und Beta 2 so und so groß. Aber es könnte, da es auch auf viele andere Arten gehen könnte, ziemlich genau dieses Y-Hut an dieser Position zu produzieren, sind die mit großem Schätzfehler behaftet. Die Hauptfolge von Multikollinearität ist also, du kannst Y1 und Y2 und Y3 und Y4 nicht mehr eindeutig schätzen. Wir haben gesagt, solange das wohlgeformt ist hier, die Korrelation, ja, wie groß dürfen Korrelationen eigentlich sein? Was haben wir denn über Multikollinearität gesagt? Was war da so ein Takeaway? Wie groß dürfen Korrelationen zwischen Regressoren sein, damit es okay ist? Das haben wir früher schon ohne Geometrie gesagt. Was ist da so eine Daumenregel? Die da, ja? Punkt 7, genau, Punkt 7. Warum Punkt 7? Punkt 7 ist erstmal schon eine relativ hohe Korrelation, das ist die gute Nachricht. Punkt 5, Punkt 4, Punkt 3 sind Korrelationen zwischen Regressoren, die uns in der Praxis begegnen. Diese sind kein Problem für die Geometrie des linearen Modells. Warum Punkt 7? Punkt 7, der Cosinus von 45 Grad ist Punkt 7. Das heißt, du kommst du in die Danger Zone sozusagen. Ja? Da kommst du in den Bereich, wo genau das passiert, dass du diese Ebene nicht mehr richtig stabil aufsetzen kannst. Das steht hier nochmal dabei. Ab welchem Winkel wird es eigentlich schwierig, wenn man es geometrisch betrachtet? Es wird ab 45 Grad etwas schwierig. Ja. Ist allerdings auch nur eine Handreichung, aber eben eine geometrisch begründete Handreichung. Warum? Punkt 7. Ja. Genau. So, jetzt hatte ich aber ein bisschen den Sprung gemacht. Muss auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich werde das Problem der linearen Korrelation auch mit diesen zwei, das geometrische Problem jetzt auch hier abschließen. Zunächst mit diesen zwei Slides. Wir sollten kurz über R² reden. R²,
Ist euch hoffentlich bekannt als Masterstudenten der Psychologie schon auch einfach aus der Praxis. Also ich denke, dass ihr mittlerweile auch immer mal wieder Referate gehört habt oder Referate gehalten habt, in denen im weitesten Sinne Regressionsmodelle berichtet wurden und ein R-Quadrat mal vorkam. Was war R-Quadrat nochmal? Wie stellen wir uns R-Quadrat vor? Prozent aufgeklärte Varianz sozusagen. Geometrisch betrachtet können wir das, kriegt das jetzt gerade, da hole ich dann doch nochmal diesen Y-Vektor hier hervor. Geometrisch betrachtet hat es jetzt nochmal gleich eine andere intuitive Lesart, nämlich zu sagen, okay, das ist sozusagen das quadriert, kann man sagen. Also das ist ja sozusagen die Standardabweichung von Y. Dann können wir uns hier, wenn wir uns hier so ein Quadrat, ich muss das alles mal bauen und mitbringen in Zukunft. So habe ich dann in der Geometrievorlesung, brauchen wir viel Material. Dann könnt ihr jetzt hier so eine quadratische Pappe hinkleben und könntet zu euch sagen, dieses Quadrat ist im Prinzip die totale Varianz, kann ich sagen, die ich in Y gemessen habe. Wie viel dessen kriege ich projiziert in meinen Subraum X? Wie viel kriege ich abgebildet als Linearkombination meiner Regressoren? Und dann kann ich also sagen, letztlich ist die Frage, ist das, was hier gezeigt ist, wie verhalten sich eigentlich erstmal diese Strecken zueinander? Kann ich natürlich fragen, kann sagen, wie lang ist das versus wie lang ist Y-Hut, ist das, was hier gezeigt ist. Und dann lande ich mit ein bisschen Pythagoras einfach sehr, sehr schnell bei, also ich lande bei Pythagoras quasi quadratisch, dass ich nämlich sagen kann, ja gut, also irgendwie die quadrierte Länge in Y, das ist sowas wie die totale Variation, die ist eben da, die zerlege ich orthogonal. Das ist eben, weil deshalb kann ich Pythagoras nehmen, aber deshalb funktioniert das alles auch. Die zerlege ich in zwei orthogonale Anteile, einen hoffentlich kleinen Anteil, dann ist alles gut gegangen, den ich quasi als Fehlerquadrat bezeichnen kann, und in einen hoffentlich sehr großen Anteil, der mein Modell darstellt. Ja, also hier könnt ihr euch Y-Hut-Vektor-Quadrat auch noch reinschreiben. Ich habe jetzt hier aber mal bewusst, damit wir sehen, ach so, das ist ja das, was wir modelliert haben, habe das deshalb hier mal bewusst X-Beta genannt. Das quasi nur noch mal als Dreingabe sozusagen. Genau. Und was ich alles nicht bespreche heute, ist das, weil sich eigentlich nichts ändert, ist im Prinzip die klassischen Tests, die statistischen Tests, die wir jetzt oft machen, um so eine geometrische Lösung eines linearen Modells, naja, mit P-Werten zu versehen, beziehungsweise um Hypothesen zurückzuweisen, machen wir ja im Prinzip in der Regression immer, sagen wir mal, zwei große Tests. Der eine ist der F-Test für das ganze Modell, den bezeichnet man auch als ANOVA oder Analysis of Variance. Und das andere sind natürlich dann die sogenannten T-Tests für die einzelnen Regressionsgewichte. Weil ich ja jetzt natürlich bei so einer multiplen Regression fragen kann, naja, hängt diese Projektion jetzt wirklich an x1 oder spielt x1 vielleicht eigentlich fast keine Rolle für die ganze, ist die, man könnte auch sagen, jetzt geometrisch betrachtet, ist die Lösung für Y-Hut eigentlich fast die gleiche, wenn ich x1 gar nicht betrachte. Das drückt sich also letztlich darin wieder aus, wie stark man x1 skalieren muss, um auf die Lösung zu kommen. Und das heißt sozusagen, wie groß, wie stark ist eigentlich dieses Beta für einen bestimmten Regressor. Dafür machen wir oft sogenannte T-Tests, das wisst ihr vielleicht auch noch. Die sind aber eben auch nicht mein Thema. Wer aus irgendwelchen Gründen sich dort noch sehr unsicher fühlt oder jetzt gerade denkt, da weiß ich gar nichts mehr drüber, der kann das nochmal ein bisschen auffrischen. Ich werde es hier aber nicht vertiefen. Ich kann nur noch mal zurückkommend auf den Subraum sagen, dass wenn man für einen F-Wert, für ein Regressionsmodell, für einen F-Wert eigentlich solche Mean Squares vergleicht, wenn man sagt, was ein F-Wert eigentlich macht, ist, er nimmt den Mean Square des Effekts und vergleicht es mit dem Mean Squared Error, dann können wir in unserer Sprache hier jetzt auch sagen, naja, im Prinzip vergleichst du dort auch mit dem F-Test nur Vektorlängen. Aber so wie R-Quadrat einfach die Vektorlängen so vergleicht, wie sie halt sind. Früher haben wir gesagt, R-Quadrat vergleicht die Abweichungsquadrate, die Variation. So ist eben der F-Wert sozusagen normiert, korrigiert für die Dimensionalität des jeweiligen Subraums, den du hast. Das machst du eigentlich, wenn du Mean Squares vergleichst.
Du nimmst Vektorlängen, aber korrigierst sie für die Dimensionalität des Raumes. So kann man sich, wer es möchte, auch einen F-Wert vorstellen. Wickens erklärt das allerdings sehr viel ausführlicher als ich. Wer möchte, kann das dort sehen, aber trotzdem nur zwei Seiten, kann das dort nachlesen. So, mal innehaltend können wir sagen, wir machen gerade immer lineares Modell und das entspricht ziemlich genau dem, was ich hier vorher hingepinselt habe. Rechter Hand in so einem linearen Modell kann jede Menge passieren und kann auch jede Menge schiefgehen. Über die linke Seite sprechen wir noch nicht, das machen wir nächste Woche. Das ist das generalisierte lineare Modell. Zum Beispiel, wenn ich hier eben gar keine schöne metrische Variable habe, das wäre eigentlich so der Klassiker, sondern ich habe hier irgendwie Zähldaten oder ich habe irgendwelche Risks oder sowas, irgendwas, Wahrscheinlichkeiten, dann wissen wir, das können wir gerade sozusagen kurz gesagt noch nicht. Aber rechts sind wir jetzt eigentlich fast schon, oder können wir mal gucken, was wir jetzt rechts schon abgehakt haben. Wir haben rechts, rechter Hand in so einem linearen Modell schon darüber gesprochen, dass wir üblicherweise natürlich kontinuierliche Regressoren, wie in diesem Fall zum Beispiel dieses C hier, nehmen und irgendwie gewichten. Es wird skaliert mit einem Skalar, mit einem Regler sozusagen. Wird es hoch oder runter geregelt oder vielleicht auch mal negativ. Aber es geht darum, den Einfluss, um es mal kausal auszudrücken, von C auf Y hier mit rein zu gewichten in so eine Gleichung. Oft modellieren wir noch einen Intercept, den habe ich hier ganz bewusst einmal Alpha genannt, einfach um euch zu verwirren, den könnten wir auch Beta 0 nennen. Die ersten Wochen haben wir hier, wenn wir Kausalität gemacht haben, aber ganz viel über eigentlich nicht so kontinuierliche Regressoren oder so gesprochen, sondern wir haben über Treatments gesprochen. Wir haben gesagt, welche Art von Operationsmethode bekommst du jetzt? Oder welches kriegst du das Medikament oder Placebo? Oder hast du Cannabis missbraucht oder nicht? Das sind natürlich klassische dichotome Variablen. Und streng genommen haben wir hier in dieser Sitzung oder in dieser Vorlesungsreihe noch nicht drüber gesprochen, aber implizit am Anfang die ganze Zeit natürlich, dass wir sehr, sehr viel in der Psychologie oder in der Sozialwissenschaft auch mit dichotomen Merkmalen zu tun haben oder in der Medizin. Was man also, und das könnte man dann zum Beispiel mal, könnte man das dann, das Regressionsgewicht dafür, könnte man mal Delta nennen, müssten wir auch hier irgendwie einbauen können. Haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, können wir uns gleich noch zusammen anschauen, wie das geht. Also das haben wir auch schon gemacht. Wir haben gesagt, egal, wenn zwei Regressoren im Modell sind, muss ich irgendwie checken, ob die beiden nicht schon untereinander so stark multikollinear sind. Das muss ich auch abchecken. Und was uns jetzt also im Prinzip noch fehlt, wenn man so will, ist, dass wir sagen, naja gut, wir wollen ja sehr oft auch die Interaktion von verschiedenen Merkmalen betrachten. Und wie könnte denn das gehen in einem Regressionsmodell? Wir werden sehen, dass es einfach ein sogenannter multiplikativer neuer Term ist, den ihr hier baut. Hier zum Beispiel. Der kriegt dann sein eigenes Regressionsgewicht, deshalb nochmal einen anderen griechischen Buchstaben, nur um zu zeigen, der kann einen ganz eigenen Beitrag jetzt gleich noch haben aus einer zum Beispiel dichotomen Variable, Treatment zum Beispiel, und dieser kontinuierlichen Variable. Die können quasi als Interaktion hier noch eingehen. Und wenn man sagt, das ist eigentlich kann man sagen, das ist auch schon ein nichtlinearer Term. Da werden zwei lineare Beiträge miteinander multipliziert. Und dann kann ich aber auch noch zum Beispiel einen Term wirklich explizit nicht linear mit einschließen, indem ich ihn zum Beispiel quadriert mit ins Modell aufnehme. Seht ihr das? Also hier, wenn man nur die Schreibweise mal anguckt, ein Regressor C taucht da hinten nochmal auf, neues Regressionsgewicht, aber der Regressor ist eigentlich gar nicht C, sondern er ist C Quadrat. Ja? Macht man zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie öfters, in der Lebensspannenpsychologie, dass man sagt, Dinge hängen vom Alter ab. Aber Dinge ändern sich nicht nur linear mit dem Alter, sondern quadratisch. Oder eher manchmal auch so nach unten. Aber sozusagen Abfälle mit dem Alter müssen nicht linear sein, sondern die können auch quadratisch sein. So ein lineares Modell, an der Mathematik ändert sich überhaupt nichts. Alles, was du gemacht hast, ist, du hast den Regressor quadriert und hast dann dort quasi quadrierte Werte drinstehen und hast jetzt in deinem linearen Modell quasi eine wiederum gewichtete Summe aus dem linearen Anteil, das wäre der hier vorne, und dem quadrierten Anteil, eine Art Mischung daraus. Ja? Können beide zu bestimmten Anteilen mit einwirken auf y. Und der Vollständigkeit halber haben wir als rechter Handproblem auch noch unseren Fehlerterm Epsilon. Damit beschäftigen wir uns so in 2-3 Wochen noch. Damit schließen wir das lineare Modell eigentlich ab, dass wir sagen,
Naja, es ist nicht immer so, dass wirklich alle Beobachtungen in deinem Regressionsmodell komplett unabhängig voneinander sind und entsprechend auch die Fehler, die du beim einen machst, beim anderen machst, bei der dritten Person machst, nicht unbedingt komplett unabhängig voneinander sind. Zum Beispiel, weil die Beobachtungen gar nicht, also die Beobachtungen sind nicht unabhängig, sondern zum Beispiel sind geclustert. Zum Beispiel, wenn wir in der Bildungsforschung sind und Schülerleistungen nicht nur einfach Schülerchen für Schülerchen angucken, sondern eben ganze Klassen untersuchen oder ganze Schulen oder ganze Bundesländer untersuchen. Das wirkt sich dann da hinten aus und das wird das Thema für die hierarchisch-linearen Modelle sein, dass wir da kompliziertere Modelle brauchen, um letztlich einfach, das kann man hier so einfach hinschreiben, dafür zu sorgen, dass dieser Fehler wieder unabhängig wird. Genau. Und das wollte ich mit euch jetzt eigentlich auch noch angucken, deshalb springe ich jetzt sozusagen hinten auf diese Slides, die dann bei euch wahrscheinlich nicht 22, sondern 25 plus sind. Lassen wir uns noch mal kurz angucken, nur uns noch mal kurz, eigentlich der erste Teil ist vor allem nur noch mal kurz eine Erfrischung, gedanklicher Art, Auffrischung sollte man sagen, Erfrischung heute wahrscheinlich eher nicht, so wie ihr guckt, aber eine Auffrischung. Wie mache ich das eigentlich, wenn ich kategoriale, qualitative Variablen habe? Vielleicht sagt ihr mir kurz in euren Worten, was ihr euch unter Dummy Coding vorstellt oder an was da noch so gerade so präsent ist. Die eine oder der andere hat es vielleicht auch in seiner Abschlussarbeit dann tatsächlich auch verwenden müssen oder hat seinem Statistikprogramm gesagt, bitte schließ mal hier diese kategoriale oder qualitative Variable ein. Wie geht denn das nochmal? Was ist Dummy Coding? Meine Y-Variable ist umgefallen. Das ist natürlich verheerend. Aber sie ist ja noch die gleiche, weil sie liegt jetzt nur anders im Raum. Genau. Dummy Coding. Was fällt Ihnen dazu ein? Geschlecht. Genau. Ich mache ja also sozusagen, man kann auch sagen, das ist eine Art Transformation, die ich da mache. Ich drücke irgendwie die Zustände, die also ja qualitativ sind und die ich eben nicht vergleichen kann miteinander, will die irgendwie in Zahlen ausdrücken, die ein lineares Modell verstehen kann. Ja, okay, was gibt's, was ist dazu noch zu sagen? Aha. Das heißt also, in einem Modell, in dem Sie irgendeine Y-Variable durch, eigentlich sozusagen durch Geschlecht, ich schreibe es vielleicht mal nochmal kurz in Anführungszeichen am Anfang, also unmathematisch ist es das, was wir machen wollen. Wir wollen sagen, wie wirkt sich Geschlecht aus auf ein Maß. Ja? Und jetzt haben Sie gesagt, okay, der hat dann auch, wie alles muss der irgendwie, ups, wie alles in einem Modell muss natürlich auch irgendein Regressionsgewicht haben. So, und jetzt haben Sie, glaube ich, schon gesagt, wenn der halt quasi, also wenn du dann dort 0 hast, dann wird der ganze, also da gibt es noch 10 andere Sachen in dem Modell, aber der Ausdruck wird auf jeden Fall 0. Genau, das ist richtig. Was ist noch dazu zu sagen? Dummy Coding. Irgendwas, worauf man aufpassen muss beim Dummy Coding? Auch Sie, die anderen danken es Ihnen. Die anderen danken es Ihnen, dass Sie das machen, genau. Klar, machen wir ein Beispiel. Beispiel von jemandem. Was wäre eine schöne Dummy-Coded Variable in einem Regressionsmodell? Ja. Ah, divers. Genau, Klassiker. Ach so. Also ich kann nicht einfach so machen. Warum nicht? Doch super. So macht man das doch, wenn man eine Excel-Tabelle macht, oder? Tippt man so Fragebögen ab. Divers. Machen wir 99. Oder machen wir 2 oder so. Wo ist das Problem? Warum machen wir das nicht? Ja. Genau. Also genau, das lineare Modell kann halt nur Zahlen und ist sozusagen von Haus aus intervallskaliert und es interpretiert alles, was Sie ihm geben, natürlich als Intervalle. Logischerweise. Genau. Also, warum seht ihr denn die 2 da jetzt nicht? Ich habe da gerade eine 2 hingemalt, ich kann es euch beweisen.
glaubt nichts, was ihr seht, gell, in so einer Vorlesung. Das ist also ein Abbild der Realität. Aber man, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann in der nächsten Viertelstunde werden diese Programme beschließen, dass sie sich noch mitteilen, dass da eine 2 ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich male mal noch was dahinter. Oder ich mache sie wieder weg. Nee. Jetzt geht's, oder? Jetzt hat er es wieder. Alles klar, gut. Und jetzt sagen Sie, aber das sind doch 3 Zustände, ich muss die doch repräsentieren. Ich habe eben männlich, weiblich und dann hat eben jemand gesagt, divers. Was mache ich jetzt? Sie sagen, ich brauche eine, sagen Sie auch eine, was würden Sie sagen? Also ich würde insgesamt 3, also quasi alle einmal miteinander vergleichen. Also einmal männlich, weiblich, dann weiblich, divers und männlich. Vergleichen wollen Sie es gleich? Sie wollen 3 Dummies anlegen. Ja. Und wenn ich also männlich bin, dann kriege ich hier eine 0 und da eine 0 und da eine 0. Und wenn ich weiblich bin, kriege ich da eine 1 und da eine 0 oder wie? Ich weiß jetzt auch nicht genau. Und wenn ich divers bin, dann kriege ich da eine 1. Nee, das geht ja aber auch nicht. Hm, was machen wir denn da? Ich könnte es vielleicht so machen. Meinen Sie es so? Wäre das gut? Auch nicht? Nee, das stimmt auch nicht. Achso, nee. Entschuldigung? Ja, ich versuche erstmal. Weil weiblich in der Mitte. Ja, genau. Oder. Nee, das geht auch nicht. Also jeder hat einmal die 1. Ja, genau. Aber ich will jetzt, wie haben Sie es oben? Sie hatten ja vorhin mal so angefangen, dass Sie gesagt haben, die kriegen die 0. Also deshalb hatte ich mich gewundert. Dann machen wir es einfach so. So, jetzt ist es repariert. So, okay, cool. 3 Dummy-Variablen, 3 Zustände. Awesome. Vielleicht doch nicht so awesome, wenn ich so mühsam anmoderiere. Was ist das Problem? Denkt mal hier den Raum. Linearer Raum. Ja, Hanna? Die dritte Dummy-Variable wird jetzt schon vollständig durch die ersten beiden erklärt. Deswegen brauchen wir genau. 3 verschiedene Zustände zu beschreiben und 2 das Wort. Und damit sind wir übrigens, wer Lust hat, schon wieder komplett bei Vektoren und Linearkombinationen von Vektoren sozusagen. Alle Informationen, die in dem Sinne in Dummy 1 und Dummy 2 drinstecken, sozusagen, Dummy 3 fügt keinerlei neue Informationen hinzu. Ja? Man könnte also sogar zum Spaß für uns jetzt mal sagen, ich nehme mal noch eine neue Variable für M Zustände, oder Merkmalsausprägungen brauche ich nur einen M-1 dimensionalen Raum. Kann kein Mensch lesen, nicht mal ich selber. Aber, whatever. Dimension, darum geht's. Und um M-1 sozusagen. Es reicht komplett. Und es ist sozusagen so, dass du dir selber, auch in diesem Sinne, ein komplettes Multikollinearitätsgrab gräbst, in dem Moment, wenn du diese dritte Variable damit einschließt. Und die Statistikprogramme sind ja auch alle so schlau und machen das nicht. Also, können wir wieder weglassen hier. Haben wir, glaube ich, auch auf diesem Slide. Genau das Gleiche. Hier werden 3 Therapierichtungen repräsentiert. Auch nochmal ein schönes Beispiel, weil, glaube ich, bei Therapierichtungen wir uns auch irgendwie nochmal ganz besonders einig sind, dass die in keinerlei quantitativen Verhältnis zueinander stehen. Das sind eben die berühmten Äpfel und Birnen. Nichtsdestotrotz möchte ich die sehr gerne in einem linearen Modell repräsentieren können. Ihr werdet vermutlich bei Frau Thune, da verrate ich nicht zu viel, in solchen Situationen sehr, sehr, sehr oft kein Dummy-Coding machen, sondern ein sogenanntes Effekt-Coding. Habe ich hier jetzt gar nicht die, oder nehme ich mir auch bewusst die Zeit nicht dafür, weil es eben sozusagen eine Anwendungsfrage ist. Die Information, also sagen wir mal so, die Information, die wir jetzt hier gerade repräsentieren, 3 Zustände in 2 Vektoren aus 0 und 1, die kann ich auch mit anderen Zahlenwerten letztlich repräsentieren. Das Effekt-Coding würde davon ausgehen, dass ich sage, deshalb war ich vorhin hellhörig, als Sie auch schon von Unterschieden gesprochen hatten, ich kann sozusagen den Effekt, ich kann eine Gruppe, wenn ich so will, als so eine Art, ich mache das vielleicht doch nur einmal kurz, ich könnte sagen, ich mache mal kurz noch eine Variable E1 und E2, also das brauchen wir alles nicht, haben wir gesagt, aber ich könnte sozusagen vielleicht sagen, ich nehme die,
die männliche Gruppe hier als Referenzgruppe und könnte zum Beispiel sagen, diskutiere ich mit minus 5, Entschuldigung, muss ich aufpassen, das ist die Referenzvariable jetzt mal, nenne ich E1. Wenn du männlich bist, dann machst du in diesem Regressor, machst du da, Entschuldigung, ich mach's da falsch rum. So stimmt's. Dann machst du da einen Sprung von 1. Und wenn du männlich bist stattdessen, dann machst du hier einen Sprung von 1, nämlich verglichen mit einer Referenz sozusagen. Dann habe ich quasi immer hier, also was, das ist so ähnlich wie beim Dummy-Coding, dass ich genau, seht ihr das? Ja, nicht so gut. Aber ich mache genau einen Sprung von 1. Es geht von 0 auf 1. Es könnte auch von minus Punkt 5 auf Punkt 5 gehen. Macht genauso einen Sprung von 1. Aber insgesamt sind diese Vektoren, jetzt hier sieht man es gerade noch nicht so gut, aber die Idee ist, dass diese Vektoren eigentlich auch, kann man sagen, zentriert sind, können wir in unserer Sprache sagen, dass die rund um 0 sitzen. Und das ist vor allem, wenn man noch Interaktionen, was wir gleich machen, ins Modell einschließen will, eine sehr viel sicherere Sache. Das heißt, sehr oft werdet ihr in der Praxis sehen, dass Faktoren, also das sind ja kategoriale Dinge, ja? Bist du in der einen Gruppe, bist du in der anderen Gruppe, dass man das mit sogenanntem Effekt-Coding macht. Nicht mit Dummy-Coding, also es ist auch eine, man könnte, wenn man ganz locker unstatistisch drüber spricht, das auch als Dummy-Coding bezeichnen. Man muss aber oft in der Praxis eben unterscheiden, wie hast du es genau kodiert. Zum Beispiel in Jamovi gibt es dann ein Dropdown-Menü, wo du sagen kannst, wie möchtest du diesen Faktor kodiert haben. Und da kannst du zum Beispiel das Simple Coding, heißt es in Jamovi. Ich kann das hier einmal hinschreiben, noch kurz. Simple Coding heißt es in Jamovi. Das verwenden wir sehr, sehr oft, was eigentlich, also das entspricht dem sogenannten Effekt-Coding. Genau. Das vielleicht also nur dazu, und wenn man das machen kann, wenn man Dummy-Coding machen kann, dann kann man eben zum Beispiel die sogenannte ANCOVA verwenden. ANCOVA hat hier jemand in der allerersten Sitzung, ich weiß nicht, ist die Person noch da? Hat die noch Lust teilzunehmen oder ist die heute da? In der allerersten Sitzung sagte mal jemand, warum machen Sie nicht einfach eine Kovarianzanalyse? Als ich, glaube ich, zum ersten Mal angefangen habe, was von Confoundern oder so zu erzählen. Und jetzt, glaube ich, haben wir so alles beieinander, dass wir eine sogenannte Kovarianzanalyse machen könnten. Eine Kovarianzanalyse ist im Prinzip genau die Integration von dem, was man üblicherweise so im Grundstudium und auch, sagen wir mal, in der Psychologie der 50er, 60er Jahre mit einer sogenannten Varianzanalyse gemacht hätte oder einer ANOVA. Man hat eine Y-Variable, die hat man gemessen und man hat verschiedene Faktoren, verschiedene experimentelle Bedingungen, die unabhängig voneinander sind, deshalb heißen die auch Faktoren. Und mit denen möchte man jetzt Y aufklären. Klingt verdammt nach einem linearen Modell, aber da diese Faktorstufen oft eben nicht in einem Zahlenverhältnis zueinander stehen und auch also mehrere Kategorien sein können, braucht man sowas wie Dummy oder Effekt-Coding. Und jetzt bringen wir durch die Hintertür sozusagen, aber in so eine ANOVA quasi eine kontinuierliche Variable wieder rein. Also das, was wir in der Regression eigentlich die ganze Zeit machen. Also ist eine ANCOVA eine Art Hybrid, kann man sagen, aus einer faktoriellen ANOVA und einer metrischen Regressionsanalyse. Aber eben alles unter dem Framework des generellen linearen Modells gehorcht alles genau den gleichen Matrixdivisionen und gehorcht den gleichen geometrischen Prinzipien. Wenn man es ganz genau nehmen möchte, kann man sagen, lasst uns mal definieren, eine Kovariate im allerengsten Sinne, im Sinne dieser Kovarianzanalyse, als eine kontinuierliche Variable, die sehr oft im klassischen Sinne nur als Kontrollvariable eigentlich verwendet wird. Man sagt manchmal auch als Nuisance Regressor. Was heißt eine Nuisance? Eine Nuisance ist eigentlich was einen stört, was einen nervt, was man nicht haben möchte. Ja? Aber was, wie wir gleich sehen werden, eben eine starke geometrische Relation zu Y hat. Oder anders gesagt, sehr viel Varianz in Y aufklären kann, aber uns überhaupt nicht interessiert. Und die wollen wir jetzt also mit ins Modell einschließen. Genau. Ebenfalls ist es ganz typischerweise so, dass eben so eine Kovariate, das ist eigentlich auch die Definition davon, die hast du eben beobachtet, die hast du mit erhoben, das sind oft demografische Daten, das sind vielleicht Prämorbiditäten, das sind Variablen, die du nicht experimentell kontrollieren kannst. Wenn wir zu unserem Prinzip eines DAGs, eines Directed Acyclic Graphs greifen, dann könnten wir sagen,
Wir haben also eine Situation, dass eine Variable x, zum Beispiel ein echtes Treatment, was wir experimentell manipulieren, y beeinflusst, hoffentlich. Uns interessiert wie immer dieser direkte kausale Effekt. Es gibt dazu, seht ihr das, orthogonal einen Fehler, kein Pfeil zwischen x und epsilon. Das ist nur nochmal Wiederholung, so ist es im linearen Modell, so muss es sein. So, und jetzt gibt es aber eine Kovariate c, die eben auch auf y zeigt. Und die Kovarianzanalyse sagt jetzt, also die Kovarianzanalyse sagt erstmal, so eine Variable gibt es und die sollten wir vielleicht ins Modell einschließen. Gibt es nachher als extra, als Zusatzslide, aber Frage an euch, was müsste ich hier noch machen an diesem Graph, damit c nicht eine Kovariate ist, sondern ein Confounder? Oder warum machen wir jetzt, können wir ab jetzt einen Unterschied machen zwischen einer Kovariaten im engeren Sinne und einem Confounder? Ganz oben, ja. Genau, der Confounder hat ja die Eigenschaft, dass er einen Backdoor Path öffnet sozusagen, dass er auch x beeinflusst. Ja? Gibt es auch. Verwirrenderweise würden wir in der Statistik auch das Gleiche machen. Wir haben gelernt, dass man auch solche Confounder blockieren kann, indem man sie ins Modell einschließt. Aber hier schließen wir jetzt c ins Modell ein, aus anderen Gründen sozusagen. Nämlich nur, um y letztlich zu bereinigen von uns nicht interessierender Varianz und um letztlich diesen Effekt hier klarer sehen zu können. Also ganz klar auch ein Problem der echten Empirie, wenn du wirklich echte, verrauschte Daten hast, dann ist das ein Problem, das du haben kannst, dass du eben C hast, was sehr viel Varianz in Y schon aufklärt. Bisschen blödes Beispiel, weil hier unten der Begriff des Blocking steht, damit hat es aber nichts zu tun auf den ersten Blick. Ein typisches Beispiel, was der Steven Senn, ein großer Statistiker und großer Proponent der Kovarianzanalyse oder ein Kova ist, der gibt zum Beispiel mal als Beispiel, du willst dich eigentlich interessierst du dich für drei verschiedene Sunblocker oder Sonnenmilchen sozusagen, was die, wie die Sonnenbrand reduzieren können. Es gibt aber eine Kovariate, Hauttyp zum Beispiel oder Pigmentierung der Haut, können wir sagen, die vermutlich auch selbst einen starken Einfluss auf den Sonnenbrand hat, aber eben komplett orthogonal, da gibt es keinen Pfeil, orthogonal zu deinem eigentlichen Treatment ist. Im Venn-Diagramm gesprochen, kann man sagen, das Ziel ist ja immer bei generellen linearen Modellen, dass wir Varianz aufklären wollen. Wir haben also immer so eine Art Gesamtvariation und wir wollen natürlich möglichst viel durch unser Treatment aufklären. Wenn ich eine Kovariate finde, die selbst schon viel Variation in Y aufklären kann, dann wird per Definition die verbleibende Error-Varianz kleiner. Und wenn zum Beispiel eine F-Statistik so definiert ist, dass sie den Error eines Fehlers oder dass sie, sagen wir mal, das Aufgeklärte, das, was das Treatment aufklären kann, ins Verhältnis setzt zu dem Kuchenstück, was der Fehler ist, ja, dann seht ihr schon, dass das ein sozusagen größerer F-Wert wird, ein Vorteil, eine statistisch, auch unter dem Gesichtspunkt von statistischer Power betrachtet, das die vorteilhaftere Situation ist, als hier drüben, wo ich diesen grünen Teil eben gar nicht aufgeklärt habe, weil ich diese Kovariate nicht im Modell mit drin hatte und entsprechend mit einem viel größeren Error-Term leben muss. Ja? Und wir können in unserer Sprache jetzt auch sagen, mit einer viel größeren Vektorlänge vom Error. Also muss das Ziel bei der Kovarianzanalyse eigentlich sein, dass y, ich sag mal fast, das passiert alles zeitgleich, aber man kann sich es ein bisschen vorstellen, dass es eigentlich jetzt vorgeschaltet, bevor wir uns angucken, was x aufklären kann, reduzieren wir die Vektorlänge von y um den Teil, den schon diese Kovariate erklären kann. So kann man sagen. Und das kann man sich geometrisch dann so vorstellen. Achtung, einmal noch anschnallen für eine geometrische Darstellung heute. Nämlich, y zeigt wieder irgendwo, wohnt irgendwo in diesem n-1-dimensionalen Raum einen Vektor mit einer bestimmten Länge. Jetzt seht ihr hier, es gibt einen Vektor z. Jetzt dritter Test, ob es jetzt mehrere sehen. Was ist die Korrelation zwischen z und y? Ich frage mal und jemand anders, der noch nichts gesagt hat, ruft eine Korrelation. Was schätzt ihr? Machen wir übrigens wirklich als Klausuraufgaben. Wir sagen, da stehen einfach drei Korrelationen und du musst sagen, welches ist.
Haut mal einen raus. Z und Y, wie stark sind die korreliert? Ja. Da oben. Entschuldigung, sie zuerst. Null. Nö, ist ja interessant, ist ja total interessant. Warum sagen Sie denn Null? Das ist ja auch cool. Warum denn? Ah, ich meine das Y hier. Ja, sehr, sehr gut. Wenn Sie ein anderes gemeint haben, dann liegen Sie natürlich genau richtig. Da kommen wir auch gleich dazu, warum. Aber jetzt gerade rede ich über das Y. Das ist ein bisschen blöd in dem Wickens-Buch. Das ist nicht farbig. Ich habe es nicht alles nachkoloriert. Ich hätte hier noch Y auch nachkolorieren können. Ja, Frau Mawitz, ja. 0,1 oder 0,2 finde ich ein bisschen wenig. Was meint ihr? Ja? Sie, ja? 0,7. Warum? Kleiner Winkel sozusagen, ja? 90 Grad Winkel wäre 0, kein Winkel wäre 1. Wir sind also, die zeigen schon sehr in die ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ich finde, man kann es sich am besten merken mit in die ähnliche Richtung zeigen, weil da steckt das Wort ähnlich dann schon drin, dann merkt man schon, es ist irgendwie... Und natürlich muss man allerdings mit ähnlich aufpassen, weil wie gesagt, es könnte auch negativ sein. Also, wenn die da hinten wäre, wenn jetzt z, könnt ihr euch zum Spaß hier mal noch eine Korrelation von -0,7 einzeichnen. Für z, dann wäre es nämlich immer noch eine super Kovariate, weil das für die Geometrie, für die Achsen komplett egal ist, wenn es negativ ist. Das könnte natürlich auch da hinten irgendwo sein. Aber 0,7 finde ich eine gute Schätzung. Eigentlich wissen wir schon, dass es größer als Punkt 7 sein muss, weil der Winkel kleiner als 45 Grad ist. So, und jetzt kommen Sie, weil jetzt machen wir eine Kovarianzanalyse. Das heißt eigentlich, wir hätten, eigentlich interessiert uns x. X ist unser Treatment, können wir uns übrigens vorstellen. In diesem ganzen Vektor kann ein Vektor auch aus Nullen und Einsen bestehen. Der macht in einem hohen dimensionalen Raum, dann geht der keinen Schritt für dich, wenn du halt eine Null hast, warst in der Kontrollgruppe. Und wenn es dann zu deiner Dimension kommt und du warst in der Experimentalgruppe, dann machen wir einen Schritt nach 1. Und so können wir auch aus Nullen und Einsen natürlich einen Vektor hier haben in diesem Raum. Das wäre zum Beispiel dieser x-Vektor. Ist doch super. Der ist doch auch fast orthogonal zu z. Die könnten doch einen schönen Regressionsraum miteinander aufspannen, könnte man sagen. X und z. Und dann könnte man da doch y reinprojizieren. Das Problem ist also genau das, dass man, das kann man tun, aber dann projiziert man, die optimale Lösung für sowas wäre dann eigentlich eine Projektion von y hier rüber sehr stark auf z und der Anteil von x wäre eigentlich gar nicht nötig sozusagen. Also für das Regressionsmodell hieße das, okay, die ganze, ich attribuiere sozusagen die ganze y-Varianz, ich projiziere es auf z. Dann bleibt nichts übrig für dein Treatment. Was macht man also in der Ankova, klassischerweise, man macht tatsächlich erst eine Projektion auf Z, ignoriert X, spielt kurz überhaupt keine Rolle, und dann bleibt per Definition, das war die Idee dieser orthogonalen Projektion, das kann ich immer machen, wenn ich Y auf Z projiziere, egal ob das gut oder schlecht ist, danach bleibt etwas übrig, was nichts mehr mit Z zu tun hat. Und zwar dieser Subraum, der heißt dann Nü orthogonal zu Z, zum Beispiel. Es ist zufällig auch der Raum von x, aber vor allem ist es ein Raum, der orthogonal zu z ist. Das ist das Entscheidende. Und ich habe quasi eine Projektion, muss man kurz aufpassen, wo die eigentlich ist. Das wäre eigentlich diese hier. Die hier heißt y, nachdem ich quasi orthogonalisiert habe für z. Seht ihr das? Das Lilane steht orthogonal zu z und ist quasi das, was z an y nicht erklären kann, sondern das ist der orthogonale Teil, der dann hier landet. Und jetzt kann ich quasi mit dieser kleinen Sachlage nur noch, in dieser Ebene nur noch, kann ich jetzt eine Regression auf x quasi durchführen. Eigentlich passiert das alles gleichzeitig, aber man kann sich es eben so schön sequenziell vorstellen. Und man sieht jetzt, wie der Anteil von y bereinigt um z, der von x erklärt werden kann, relativ substanziell ist und auf jeden Fall substanzieller oder anders gesagt, der Fehler ist kleiner, so kann man es auch sagen. Das wäre der Fehler eigentlich gewesen und das ist der Fehler, nachdem wir das jetzt alles hier in diesem Subraum von Z machen und es tritt genau das ein, was dieses Kuchendiagramm gerade zeigen wollte. Also dieser Fehler ist wesentlich kleiner als dieser Fehler,
Das wird sich auf die F-Statistik auswirken. Wenn man das Ganze wieder zurückbringt in so einen klassischen Scatterplot-Raum, in so einen, wie nennen wir den, in so einen Variable Space quasi, den zum Beispiel unsere Variablen aufmachen, dann kann man sagen, eine klassische Kovarianzanalyse, die äußert sich dort so, dass man also, das haben wir ja gerade als erstes quasi gemacht, eine Art Regression von dieser Kovariate Z auf Y macht. Kriegt man eine Regressionsgerade. Und das haben Sie vorhin, irgendjemand, wer hat, Sie haben, glaube ich, Dummy-Coding vorher erklärt und hatten ja gesagt, wenn du 0 hast zum Beispiel, dann wenn du eine 1 hast in einem Dummy-Coding, oder in dem Fall, also wenn du eine 1 hast im Treatment, dann wird sozusagen was dazu addiert. Und das sieht man dann daran, dass quasi die Regression zwischen Z und Y, die steht, die ist, was sie ist, aber sie wird sozusagen durch der Treatment-Effekt, der drückt sich dann darin aus, dass diese ganze Regressionsgerade nach oben verschoben ist, für die, die eben eine 1 haben, zum Beispiel im Treatment, oder in dem Fall plus Punkt 5, und die, die eine 0 haben, oder in dem Fall minus Punkt 5, also die den anderen Wert im Dummy kodierten, in der anderen kodierten Variable haben, da wird es nach unten verschoben. Aber ganz wichtig, keinerlei Nicht-Parallelitäten hier. Es gibt nur sozusagen eine Regression, nämlich die der Kovariate, weil die ist metrisch, auf Y. Und der Effekt von X ist dann sozusagen ein rein additiver, der das nochmal rauf und runter schiebt. Das sieht man immer mal wieder so dargestellt, wenn man eine Ankova sieht. Man sieht es eigentlich viel zu selten, weil die Leute meistens es einfach nur berichten in ihren Tabellen. Was ist der Einfluss der Kovariaten? Das wird berichtet. Manchmal wird es auch gar nicht berichtet und es fällt wirklich nur unter den Tisch. Also, die Autoren sagen euch vielleicht wirklich nur, es gab eine Kovariate, zum Beispiel Bildung, und die war dann irgendwie im Modell, aber über die redet kein Mensch mehr, einfach weil sie sozusagen ganz früh nur als Nuisance, als Störvariable berechnet und um sie bereinigt wurde, um dann die Treatment-Effekte umso klarer zu sehen. Und nochmal, der Treatment-Effekt wäre hier also in diesem Fall der mittlere Unterschied in Y zwischen der ersten Gruppe und der zweiten Gruppe. Und der ist ja quasi konstant für alle Werte Z. Das ist die Definition von Orthogonalität. Z ist orthogonal zu X. Egal, wo ich in Z gucke, kommt der gleiche X-Unterschied raus. Und wie immer in den letzten 5 Minuten können wir dann nämlich noch sagen, muss ja aber nicht so sein. Es könnte ja auch sein, dass uns echt die Interaktion interessieren in der Regression. Da haben wir bisher gar nicht drüber geredet. Wir haben bisher alles additiv gemacht. Wir hatten bisher, könnt ihr alle Slides durchsuchen, und ich glaube, in eurem Grundstudium galt es genauso, da habe ich es auch nie anders gemacht. Wir sagen immer, Y ist eine Summe aus irgendwie gewichteten X. So, schön und gut. Das bleibt auch so, das bleibt auch weiterhin wahr, aber es verbietet uns niemand zu sagen, also gut, außer irgendeinem langweiligen Intercept, habe ich den Einfluss von Therapie, Dummy kodiert, Effekt kodiert, könnten 3 Therapien sein, könnten 4 verschiedene sein. Da habe ich, aber wir bleiben mal bei dem einfachen Fall, dass das nur quasi nur 1 und 0 ist, also nur 2 Levels, deshalb brauche ich hier auch nur einen Regressor Therapie. Und dann hatte ich eben noch sowas. Ich nenne das jetzt in dem Fall, wir hatten noch gar kein Beispiel dafür gemacht, gell? Aber ich sag mal Alter einfach. Alter ist auch eine klassische Kovariate. So, das könnte ja sein, dass also auf den Outcome, den Krankheitsoutcome irgendwie nicht nur die Therapie einen guten Einfluss hat, sondern vielleicht profitieren Jüngere mehr davon oder so. Könnte doch sein. Klassisches Problem. Und jetzt kann ich eben auch sagen, also das habt ihr in der Psychologie eigentlich seit dem ersten Semester ja gemacht, dass ihr sagt, natürlich interessiert uns manchmal auch die Interaktion von 2 Sachen. Also natürlich könnte es ja sein, dass dass die Therapie bei Jungen zum Beispiel mehr wirkt. Wie würde ich das hier machen? Ich würde sagen, natürlich gibt es einen neuen Term und der ist einfach Alter mal Therapie. Ja? Kannst mal klammern, dann sieht man es noch besser. Ach so, das ist jetzt wieder ein bisschen hier raus verschoben. Genau. So. Ja. Und natürlich bleibt dann noch was übrig. Ja gut, danke. Irgendeinen Fehler gibt es auch immer. Aber dieser Einschluss von solchen Termen, das ist im Prinzip immer möglich. Und das Schöne im linearen Modell ist, dass ihr als Forscherin euch ein bisschen selber überlegen müsst, wollt ihr die Interaktion überhaupt testen?
Macht die irgendeinen Sinn? Will ich die modellieren? Interessiert die mich? Und dann könnt ihr gucken, ob eben ein Modell, was diesen Interaktionsterm hat, besser ist. Man könnte sagen, das ist so eine Art Modell 2. Und dann kann man eben auch noch sagen, wir machen aber ein Modell 1, da lassen wir das weg. Ja? Da haben wir das gleiche Modell. Also fast das gleiche. Plus Fehler. So, und was fehlt, ist also genau dieser Term. Und dann kannst du fragen, so, welche Linearkombination erklärt mein Y besser? Wir wissen aus etwas, was ich heute unter den Tisch habe fallen lassen, aus Zeitgründen, dass natürlich, das wisst ihr auch schon, glaube ich, welches Modell wird das bessere R-Quadrat haben? Modell 1 oder Modell 2? R-Quadrat, Prozent aufgeklärte Varianz. Welches brauche ich die Zahlen überhaupt nicht kennen? Ja? Das erste wird das höhere R-Quadrat haben. Es kann gar nicht anders sein. Könnt ihr euch auch wieder anhand der Projektionen vorstellen, wenn du diesen X-Raum höherdimensionaler machst. Ja? Also das ist sehr, sehr, das ist echt cool, wenn du so eine Vektorlänge mit einem zweidimensionalen Raum aufklären kannst. Wenn du die gleiche Vektorlänge aufklären kannst mit einem fünfdimensionalen Raum, ist es schon ein bisschen weniger beeindruckend. Und richtig unbeeindruckend wird es, wenn der Raum, in dem du es aufklären willst, dein Modell, so viele Dimensionen hat, wie der Raum, in dem Y ursprünglich lag. Also etwa, wenn dein K, deine Anzahl Regressoren, so hoch wird wie dein N, deine Anzahl Probanden, dann ist auch schlecht. Dafür machen wir ja auch das sogenannte Adjusted R-Quadrat, was ich heute eben unter den Tisch habe fallen lassen. In den Slides ist es drin. Adjusted R-Quadrat ist die Antwort darauf, dass du eigentlich nur, dass du dich nicht selber, du willst dir nicht selber in die Tasche lügen und einfach das Modell glauben, was mehr Regressoren hat. Nee, im Gegenteil, du wirst versuchen zu testen, ob letztlich eingedenk der Anzahl der mehr Regressoren hier du eine bessere Varianzaufklärung hinbekommst. Und das machst du also zum Beispiel mit Adjusted R-Quadrat oder wir werden es mit sogenannten Informationskriterien wie dem AKIKE-Informationskriterium demnächst machen. Vielleicht nur, um das quasi hier noch abzu... Wo ist meine Maus? Entschuldigung, jetzt brauche ich die Maus nochmal. Genau, um das hier nur abzuschließen. Ich kann mir also generell in Regressionsmodelle Interaktionsterme einschließen. Was hier zum Beispiel gezeigt ist, ist der Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von einer Erkrankung, ja, also ein Risk sozusagen, das ist, glaube ich, aus dem Buch von Westreich. Da gibt es einen linearen Zusammenhang mit dem Alter. Den gibt es, das weiß man, für diese Krankheit. Also je älter, desto häufiger tritt diese Krankheit auf. Aber die Frage ist ja eben, sind quasi für zwei Gruppen, nämlich die in ihrer Jugend einem bestimmten Schadstoff ausgesetzt waren, versus die diesem Schadstoff nicht ausgesetzt waren, sind also wiederum, wie bisher, die sozusagen gleich, gibt es eine Art Parallelität. Das ist das, was wir früher, als wir uns überhaupt Haupteffekte und Interaktion vergegenwärtigt haben, das wäre die Abwesenheit einer Interaktion, richtig? Also parallele Trends, rein additiv, die exposed waren, also das, ich spreche jetzt gerade über die zwei dicken schwarzen Linien, die exposed waren, haben ein höheres Risiko, diese Krankheit zu entwickeln, aber das ist völlig unabhängig von ihrem Lebensalter. Wenn es aber eine Interaktion gibt, dann drückt die sich also aus darin, dass quasi der Effekt des Alters multipliziert wird oder anders gesagt, dass der Effekt der Exponiertheit multipliziert wird mit dem Alter. Das ist natürlich egal, wie rum ich multipliziere, aber manchmal macht es so oder so ein bisschen mehr Sinn. Und ich bekomme im Effekt letztlich zwei unterschiedliche Regressionsgeraden für die beiden unterschiedlichen Gruppen. Also alles, was ihr schon über Interaktionen wisst, gilt natürlich weiterhin. Nämlich, Interaktionen sind komplett unabhängig von den Haupteffekten. Die sind komplett orthogonal zu den Haupteffekten. Und sie drücken sich dann hier in so einem Graph, wiederum bitte im Variablen-Space jetzt gerade, die drücken sich dort natürlich aus als Nicht-Parallelitäten. Ein letztes Beispiel, wenn ihr mir noch 2 Minuten erlaubt, könnte ich das noch abschließen. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel eine Studie zu unserem Thema Schizophrenie und Cannabisgebrauch. Und die haben genau in ihr lineares Modell eine sogenannte Moderation eingeschlossen. Und das ist vielleicht auch einfach wichtig, wenn ihr die epidemiologische Literatur und so lest oder überhaupt klinische Literatur. Dort redet man vornehm von Moderation und meint eigentlich Vulgo
Interaktion. Ja? Also was mathematisch eine Interaktion ist, nämlich das Produkt von zwei Regressoren, ist das, was man vornehm eine Moderation nennt. Das heißt also, ein Effekt, den eine Variable hat, wird moderiert, abgewandelt durch einen anderen. Ich zeige euch das auch einfach gleich hier zum Schluss, um jetzt hier keine Cliffhanger mehr zu produzieren in der Kürze der Zeit. Die fragten in diesem Paper eigentlich, wenn wir das als DAGs uns runterbrechen, weil die Sprache sprechen wir ja mittlerweile, die fragten eigentlich, ist Cannabis-Missbrauch nichts anderes als eine Art Kovariate, die eben vielleicht das Schizophrenie-Risiko erhöht? Das wäre für andere die eigentliche Forschungsfrage. Kovariate dahingehend, dass es zum Beispiel erwiesenermaßen ein genetisches Risiko für Schizophrenie gibt. Ist es also so, dass es eine Kovariaten-Situation ist? Ihr seht, kein Pfeil zwischen den beiden. Ja? Klassischer Fall für eine Ankova, oder das wäre dann eine Ankova. Oder ist es nicht eher so, und das sind die zwei Fälle, die die hier testen in dem Paper, dass es eine Mediation ist. Also dein genetisches Risiko, es wäre sozusagen eher ein genetisches Risiko, Cannabis besonders gerne in rauen Mengen zu konsumieren, und erhöht das wiederum dein Schizophrenierisiko. Klassische Mediation. Oder drittes Szenario und für uns jetzt ein bisschen ungewöhnliches Szenario, gibt es eine Interaktion, eine Moderation. Und die habe ich jetzt hier. Das ist die Frage, ob ihr das noch, könnt ihr daheim nochmal oder in der Vorbereitung so der Prüfung und so vielleicht euch nochmal angucken. Warum habe ich jetzt hier das quasi als echt eigene Variable eingezeichnet? Ich habe hier versucht, quasi der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Interaktionsterme eben komplett unabhängig von den Haupteffekten in so einem Modell auftauchen, und entsprechend quasi muss man sie in einem DAG wie eine neue eigene Variable hier sozusagen reinzeichnen. Moderation heißt quasi, es gibt eine Interaktion aus zwei Variablen, aber dass es sie gibt, ist komplett unabhängig von der Tatsache, dass es Cannabis-Missbrauch als Variable in dem Modell gibt und dass es Genetic Risk gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, sie finden keine Evidenz hier dafür, und es bleibt in deren Hand quasi bei so einem Modell, viel Cannabis zu missbrauchen, erhöht das Risiko. Und wie gesagt, man würde sich hier auch trauen, das kausal dahingehend zu interpretieren, weil die beiden sozusagen unabhängig sind. Das ist die letzte Take-Home-Message von multiple Regression und Kausalität. Wenn du alle potenziellen Confounder und Mediatoren und so im Modell, nee, sollte ich nicht sagen, wenn du alle potenziellen Confounder im Modell hast, dann kannst du so ein Regressionsgewicht, so ein Pfeil, durchaus auch kausal interpretieren. Und das ist das, was oft versucht wird. Aber diese etwas komplizierteren Modelle hier, für die haben sie hier keine Evidenz gefunden. Damit bin ich am Ende für heute. Bedanke mich bei euch, dass ihr durchgehalten habt und mitgemacht habt. Und dies sind die Fragen, die uns nächste Woche beschäftigen werden. Wie gesagt, es geht bei allen um das, was linker Hand eigentlich passiert. Wie kann ich solche Variablen überhaupt modellieren? Wenn ihr drüber nachdenkt, werdet ihr feststellen, dass wir das bisher nicht können. Und nächste Woche mit dem generalisierten linearen Modell machen wir das. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss, schönen Tag.